Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Vielen Dank. Ja, ihr habt es in der Überschrift gelesen. Ich möchte heute gerne mit euch die IT Cosmetics Your Skin But Better CC Cream testen, die es jetzt ja auch bei Douglas zu kaufen gibt. Und das Zeug ist wahnsinnig gehypt. Und ja, ich habe die auch noch nie benutzt. Ich dachte, wir machen das jetzt mal zusammen und gucken dann auch immer mal wieder rein zum Laufe des Tages, wie sie sich verhält. Und ja, also das ist eine CC Cream, soll aber wohl Full Coverage sein. Also mal gucken. Ich bin gespannt, wie die Deckkraft ist. Ich habe hier auch so ein bisschen heute Rötungen und so. Ich bin sehr gespannt. Hier unten so ein bisschen Pickelchen. Also ist ein guter Moment eigentlich, um die Deckkraft zu testen. Und sie hat SPF 50, was natürlich schon hammermäßig viel ist. Und ja, also ich bin sehr gespannt. Ich habe die im Farbton Fair. Das ist der hier. Ich denke, der müsste eigentlich ganz gut passen. Und ja, ich habe vor, die jetzt mit meinem Beauty Blender einzuarbeiten. Wie immer. Also ich habe schon gesehen, dass manche mit Pinseln machen, mit den Fingern, auch mit Beauty Blender. Ich persönlich mache Foundation einfach immer mit Beauty Blender. Ich schüttle jetzt einfach mal, keine Ahnung, ob das soll oder nicht, aber ich mache es jetzt einfach mal. Und dachte mir so, okay, ich nehme den Beauty Blender, weil ich das immer mache. Das hat hier so einen Pumpspender, was ich ziemlich cool finde. Und jetzt gucken wir mal. Ah, okay. Okay, das sind jetzt zwei Pumpstöße von der Menge her. Und es ist relativ fest, muss ich sagen. Also, da läuft nichts. Also, ein bisschen bewegt sich's. Aber nicht wirklich viel. Mal gucken, ob das überhaupt ausreicht. Und jetzt gebe ich mir einfach natürlich hier. Riecht noch gar nichts. Ich könnte mir vorstellen, man braucht ein bisschen mehr. Mal gucken. Oh, ich hoffe, die Farbe passt. So, jetzt arbeite ich die mal mit meinem Beauty Blender ein. Doch, die riecht nach irgendwas. Aber ich könnte nicht sagen, noch was. Also ein bisschen riecht sie noch was. Vielleicht ist das der Sonnenschutz, keine Ahnung. Aber nicht unangenehm oder so und auch nicht stark. Also man riecht jetzt einfach schon, wenn ich hier um die Nase herum so ein bisschen das einarbeite. Ich glaube, ich brauche dann noch mal ein bisschen was. Ich glaube, zwei Pumpstöße. Wobei der erste, da habe ich sehr zart drauf gedrückt. Also ich glaube, es waren eigentlich eher so anderthalb Pumpstöße voll. Das waren gar nicht mal zwei. So, ich gebe mir das auch hier mal so ein bisschen über meine Augenringe schon mal. So, ja, so gut sein, das Zeug. Ich bin sehr gespannt jetzt. Also, mein, für den Preis erwarte ich auch ein bisschen was, muss ich ehrlich gestehen. Ich nehme jetzt noch ein bisschen was, weil ich finde, hier auf der Nase sieht man immer noch meine Rötungen. Mal gucken, ob man das ein bisschen Farbe ist. Okay. So, also, ich weiß nicht, wie es jetzt in der Kamera rüberkommt, aber ich nehme jetzt noch mal so einen halben Pumpstoß und gebe mir hier noch mal ein bisschen mehr. Hier finde ich, könnte noch ein bisschen. So, das blende ich jetzt nochmal ein hier. Mal gucken, ob man die Deckkraft durch Layern so ein bisschen. Da kann ich auch hier nochmal so ein bisschen ausblenden. Ob man die Deckkraft durch Layern vielleicht ein bisschen verstärken kann. Ich habe die jetzt eingearbeitet und positiv finde ich, dass sie sehr leicht auf der Haut ist. Man merkt überhaupt nicht, dass man irgendwas auf der Haut hat. Das finde ich sehr gut. Sie betont auch irgendwie keine Fältchen oder so. Also das ist wirklich schön. Jetzt der erste Eindruck, obwohl hier so ein bisschen hier blenden. Also man muss sie gut einarbeiten. So, aber hier, wo ich auch so ein bisschen gerne mal schon Falten habe, ist jetzt wirklich nichts irgendwie betont oder so. Und sie liegt sehr, sehr leicht auf der Haut. Ich merke gar nicht, dass ich jetzt irgendwas auf der Haut habe. Ich finde, es sieht auch sehr natürlich aus. Also wenn man das mal aus der Nähe anguckt, finde ich, sieht man nicht, dass da irgendwie. Also es sieht nicht nach Foundation-Haut oder so aus. Also es sieht eigentlich aus wie Haut. Das finde ich sehr, sehr schön. Full Coverage, muss ich sagen, finde ich jetzt nicht ganz tausendprozentig. Weil ich finde schon, meine Nase sieht zwar hier deutlich besser aus und mein ganzes Gesicht ist auch ebenmäßiger. Aber es ist immer noch also ganz leicht sieht man noch die Rötungen und auch hier so Pickel. Gut, vielleicht ist da mein Anspruch auch ein bisschen zu hoch. Aber ich meine, Full Coverage sollte ja eigentlich Full Coverage sein, ne? Und ja, da finde ich, es könnte ein Ticken mehr Deckkraft sein. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es gleicht schon sehr
sehr gut aus. Also mein Gesicht sieht jetzt schon deutlich ebenmäßiger aus und es sieht aber sehr natürlich aus. Also ich finde, es ist ein sehr natürliches Finish auch. Und ich denke, das wollte It Cosmetics auch. Das sind ja eher immer so ein bisschen, ich finde, die mehr so dieses Natürliche haben die irgendwie als Konzept oder so, kann man das so sagen. Und ja, von dem her, das finde ich sehr schön, weil es wirklich sehr, sehr natürlich wie Haut einfach aussieht. Und ja, ich mache jetzt mal den Rest noch fertig. Ich werde die jetzt abpudern, weil ich einfach immer Puder benutze mit meiner Nase, mit meinem Nasepuder. Genau, und dann mache ich allen den Rest fertig und dann sehen wir uns gleich nochmal. So, ich habe jetzt den Rest fertig gemacht. Und wie viel Uhr haben wir es denn jetzt? Wir haben es jetzt 10.45 Uhr. Also gut, ich habe es jetzt bestimmt schon eine halbe Stunde drauf, weil ich habe ja den Rest jetzt noch gemacht. Aber ich kann sagen, alles, was jetzt drüber kam, hat sich super gut blenden lassen. Also da gab es überhaupt keine Probleme, hat sich alles gut verblenden lassen. Ich finde nach wie vor, Full Coverage würde ich jetzt persönlich nicht wirklich unbedingt sagen. Also ich finde schon hier auf der Nase sieht man so ein bisschen die Rötungen einfach, die ich da habe. Man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass ein Beauty Blender generell ein bisschen was von der Deckkraft wegnimmt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Deckkraft mit einem Pinsel vielleicht besser ist. Also weil jetzt so, wie es jetzt ist, finde ich persönlich nicht, dass es Full Coverage ist. Man sieht hier auch noch, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in der Kamera sehen könnt, aber man sieht hier auch noch deutlich Sommersprossen durch. Also unter Full Coverage stelle ich mir immer ein bisschen was anderes vor. Aber wie gesagt, es kann sein, dass es dem Umstand Beauty Blender vielleicht geschuldet ist, dass es mit Pinsel besser ist. Ich werde die nächsten Tage mal mit Pinsel auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Und euch da dann irgendwie auf Instagram oder so mal eine Rückmeldung geben. Dachte ich mir. Und genau. Aber jetzt lasse ich sie einfach mal drauf. Ich gucke dann immer mal wieder rein. Vielleicht so in, ja, in 2 Stunden nochmal. Und dann abends nochmal vorm Abwaschen. Aber prinzipiell muss ich sagen, das Tragegefühl ist bisher der erste Eindruck sehr angenehm. Und es hat sich auch jetzt noch nichts irgendwie abgesetzt oder so. Die Farbe passt sehr gut, fair jetzt in meinem Fall. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie sich es über den Tag so macht. Ich habe eben gesettet mit meinem Nasepuder und ich habe auch mein NYX Dewy Finish Setting Spray drüber gegeben, weil ich es einfach immer mache. Und wir gucken mal, wie sich es jetzt so entwickelt über den Tag. So, der erste Check-up, wenn man das so nennen kann. Es ist jetzt 2:15. Ich habe die Foundation jetzt 3 Stunden drauf. Und ich finde, es sieht unverändert aus. Also ich habe jetzt zwischendurch aufgeräumt, geputzt, bin hin und her gerannt. Ich hatte so ein bisschen oder ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sie leicht nachgedunkelt ist. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche, nur so ein bisschen hatte ich das Gefühl, aber nicht schlimm, es passt, Farbe passt trotzdem immer noch, aber ich hatte so ein Gefühl, dass sie irgendwie ein bisschen nachgedunkelt ist. Und sonst muss ich sagen, hier sieht sie noch gut aus, hat sich jetzt auch nichts irgendwie groß, ich schalte selber nochmal ganz genau in den Spiegel, damit ich keinen Quatsch erzähle. Nee, sieht wirklich gut aus, also. Na, hier hat sich nichts in meinen Falten irgendwie abgelegt oder so abgesetzt. Und auch ansonsten, finde ich, fühlt sich es noch sehr gut an. Also Deckkraft hat nicht nachgelassen. Das ist nach wie vor, wo ich sage, man sieht noch so ein bisschen durch. Es ist ein sehr natürliches Finish. Es fühlt sich immer noch sehr angenehm an auf der Haut. Ja, wir gucken mal weiter. Ich werde jetzt den Nachmittag rumbringen und dann werde ich zum Sport gehen, auch noch heute Abend. Also das ist dann gleich noch so ein bisschen so ein Härtetest. Aber bisher nach 3 Stunden kann ich nichts irgendwie Negatives berichten. So, letzter Check-up sozusagen. Ich komme jetzt gerade vom Sport. Ich bin aber auch noch ganz leicht rote Backen. Meine Ohren sind noch rot. Ich habe so heftig trainiert jetzt gerade. Aber das war dann quasi der richtige Hardcore-Test eigentlich für die Foundation. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen zerstrubbelt, entschuldigt bitte. Aber ich wollte ja unbedingt nochmal mit euch gucken, wie es denn aussieht. Und ich habe, es ist jetzt kurz nach 9. Ich habe die Foundation jetzt drauf seit, ja, es war so 10:30. Ja, also gute 10, knapp 11 Stunden eigentlich jetzt drauf. Alles gemacht damit, geputzt, rumgelaufen, Sport, jetzt richtig, richtig geschwitzt auch. Und ich muss sagen, für das bin ich wirklich sehr beeindruckt. Ich finde, hier auf der Nase hat ein bisschen die Deckkraft gelitten. Hier ist es ein bisschen weggegangen. Das sieht man jetzt auch, dass hier wirklich so ein bisschen diese Rötungen durchkommen.
Was nicht passiert ist, es hat sich irgendwie nirgends abgesetzt. Also ich habe hier oben ja auch schon so ein bisschen Falten. Da hat sich wirklich nichts abgesetzt. Das Tragegefühl ist immer noch sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Es ist jetzt auch nichts irgendwie ölig oder schwitzig geworden, außer hier jetzt so ein bisschen, wo die Deckkraft tatsächlich so ein bisschen nachgelassen hat auf der Nase. Und hier am Kinn ist es auch ein bisschen. Also in meiner leicht fettigen T-Zone, aber ich muss sagen, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Und für das, dass ich jetzt wirklich gerade ordentlich trainiert habe, bin ich sehr begeistert, muss ich sagen, wie das Ganze jetzt noch aussieht. Wie gesagt, hier glänzt gar nichts. Also es ist wirklich, das Finish der Foundation ist auch eher so ein bisschen matt bis leicht dewy. Ich glaube, man braucht nicht unbedingt einen Puder. Ich habe es gesettet, weil ich es einfach immer mache. Aber ich glaube, man könnte auch ohne Puder sehr glücklich werden mit dieser Foundation. Und was ich noch unbedingt euch sagen muss oder möchte, was ich heute Morgen vergessen habe, da ist auch ein Anti-Aging Hydrating Serum mit drin. Also IT Cosmetics ist auch wirklich sehr auf gute Inhaltsstoffe und auch Pflege in den kosmetischen, in der dekorativen Kosmetik wohl interessiert, weil da überall irgendwo so ein bisschen was mit drin ist. Und es ist ein parabenfreie Foundation, chemically filter free, also es ist ein physical Sunscreen, was ich auch sehr gut finde. Also prinzipiell rein von den Produktsachen her finde ich die wirklich sehr gut. Also ist, wie gesagt, auch mit Anti-Aging Serum, was ich finde, was ja auch nicht schadet. Und auch so, also ich finde, sie hat ein sehr natürliches Finish gemacht. Deckkraft könnte meiner Meinung nach ein bisschen stärker sein, aber ist wahrscheinlich einfach, weil ich es mit dem Beautyblender aufgetragen habe. Nach knapp 11 Stunden bin ich immer noch sehr zufrieden. Außer halt hier so ein bisschen, aber das kann ich verschmerzen, weil es im Gesamtbild sieht es trotzdem, finde ich persönlich, noch gut aus. Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich werde die jetzt weiterhin benutzen, weil ich die richtig gut finde und ich kann euch die empfehlen. Also ich kann nichts großartig Negatives jetzt wirklich sagen. Also da ist, es ist auch nichts fleckig geworden. Also es ist wirklich, außer hier, sieht es wirklich noch sehr gut aus. Also ich bin beeindruckt, ich werde die weiter benutzen und finde, das ist durchaus was, was man sich mal anschauen kann. Von mir Daumen hoch. Und ja, das war's. Mein Tragetest hier, Foundation-Test, erster Eindruck. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Dann würde es mich riesig freuen, dafür habe ich das Video gemacht. Wenn es euch weitergeholfen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Das ist für mich ein Feedback und so helft ihr mir weiter. Ganz, ganz lieben Dank. Oder hinterlasst mir gerne auch einen Kommentar, ob ihr diese CC-Cream vielleicht auch schon benutzt habt. Würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Und vielen Dank natürlich auch hierfür. Und wenn es jetzt das erste Video ist hier, das ihr von mir gesehen habt, dann herzlich willkommen auf meinem Kanal. Klickt euch einfach mal durch, wenn es euch gefällt. Klickt den Abo-Button und die Benachrichtigungsglocke, so verpasst ihr nichts mehr. Und jetzt gibt es nichts mehr zu sagen, außer dass ich jetzt dringend unter die Dusche möchte. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns vielleicht in meinem nächsten Video. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Macht's gut, vielleicht bis dahin. Tschüss!